Los geht's. Gerüst ist dran. Er ist ordentlich aufgebaut. Netze hängen. Hier kann sich diesmal keiner aufregen. Hoffe ich. Müssen wir erstmal die Traufe freimachen. Eine Ruhe ist es heute in Hamburg. Spielt mit uns, also das Gefälle geht noch hier Richtung Tiefpunkt. Da haben wir schon mal Glück. Kann man vielleicht gar nicht so viel Gefälle reingeben. Und hier ist Waage. Hier habe ich von uns drinnen übertragen. Also drin reingelegt, das ist mein höchster Punkt. Ich gehe aber noch einen Zentimeter höher, weil ich noch Zentimeter Leisten zwischen drin Eisen bringen. Jetzt habe ich mehr Kapazität zur Verfügung. 8, das kann ein bisschen hochgehen. Das ist erstmal grob. Mein Hochpunkt drin Eisen. Ich spanne das Rinneisen immer so. In meinen Rinneisenbieger schon seitdem ich denken kann, wird das so eingespannt. Da gibt es Kollegen, die mir sagen, ich glaube, das Rinneisen gefälligst andersrum in den Rinneisenbieger machen. Ich mache das aber nicht. Ich mache das so, wie ich das will, wie ich das schon immer mache. Okay, also ein Rinneisenbieger ist so rum und meine Rinneisen sind so rum drin. Okay, ich hoffe, es versteht jeder. Die Wulst soll ja leicht tiefer hängen, das heißt also ein bisschen überhängen. Ich habe da folgenden Trick. Ich nehme die Wasserwaage, halte die Waage an und die Unterkante von der Waage hier hinten, die muss hier an dieser Niete sein, hier hinten, und dann halt es genau hin. Da brauchen wir keine Rinne reinhalten oder irgendwelche anderen Klappern machen. Das ist ein Stück rum. Jetzt halten wir die Wasserwaage anhalten und jetzt sehen wir, wir sind an der untersten Niete. Und das ist bei allen Rinneisen eigentlich gleich. Also ich habe es schon immer so, ich mache es schon immer so und die Rinne hängt perfekt. Der Einlaufstutzen oder Einlaufkessel, also der Kessel, da hängt dann ordentlich gerade. Und am Rindboden hinten sieht man dann, dass die Rinne leicht nach vorne abhängt.
trocken machen. Vorwärmen. Das sieht jetzt vielleicht nicht so ganz so besonders aus wie bei so manchen Spengler, der das jeden Tag macht. Also wir machen schon viel Rinne, aber wichtig ist, dass das Lötzchen richtig zwischen die Rinnen zieht und sauber ist, alles zu, knietet es auch. Also es ist schon vielleicht optisch nicht die schönste Naht, aber ich denke schon, dass er lange halten wird. Gut, da wollen wir uns mal den Draufblechen widmen. Ich habe normalerweise jetzt hier eine Dreikantleine, eine kleine Stapelhölzchen drauf, um die Rinneisen zu überbrücken. Das müssen wir jetzt auf der Seite nicht tun, weil, wie man sieht, ist das Stirnbrett höher wie das Rinneisen. Das hat man ja schon ausgeschnitten. Also lassen wir jetzt hier die Stapelhölzer weg. Kippt auch so ein bisschen an, reicht zu. Schiefer und 30er Schuppen. Also Rinneisenstirn auf jeden Fall nicht. Bin ich voll drüber. Genau. Oh, na gut, stoppen wir. Lass uns erstmal die Federn wegschneiden. Natürlich die ganzen Draufbleche konisch gekantet. Mit 8 cm fangen wir hinten an und am höchsten Punkt sind wir bei 4 cm. Also das ganze Gefälle oder das ganze Wasser muss ich auf die Seite rüber führen. Es läuft ab die Rinne, aber ich muss schon ganz schön, also es ist ganz schön knapp. Also noch tiefer wollte ich nicht gehen, oder dann gigantisch das Draufblech, aber ist die Grenze, die erreicht haben. Läuft alles ab, alles gut. Gut, ich schalte jetzt mal auf Zeitraffer um, dass es ein bisschen schneller geht. Es ist soweit, Freunde. Fallrohr ziehen. Natürlich wurde das eingetroffen, was ich nicht erhofft hatte. Regen. Es war jetzt fast nie so Regen, aber jetzt habe ich die ganze Zeit wie früher. Die runterplätschert. Die ganze Woche nur Sauwetter.
Maurer da drüben kennt wahrscheinlich keine Schlagerfahrer, die. Ich weiß nicht, was das hier für eine Jaule ist. Schön vernieten. 2. Wir wissen ja nicht, wann der Bauherr hier aufschachten lässt. Das wird wahrscheinlich schon eine Weile dauern. Früher lief das Wasser hier rein, in diese, was vom Reetdach abgetropft ist. Das tropfte bisher her ungefähr. Und dann lief das hier in die man sieht schon, Wasserrinne. Das muss natürlich jetzt richtig eingebunden werden, das Fallrohr. Und wie gesagt, wir wissen ja nicht, wann das losgeht. Darum legen wir jetzt noch ein Fallrohrschlauch. So, nicht so weit hoch. Der Wand kriegt sie nie wieder ab von den Fallrohr, ist erstmal egal. Oh, bin schon so weit. Ich meine, ihr könntet dann vielleicht sehen, wie das eingebunden wird. Wir die Werbung ein bisschen nach oben. Gehen wir bis hier an den Baum, da kriegt er noch ein bisschen Wasser ab. Na gut, noch ein Fallrohr, dann abreißen.